Detective, da bist du ja. Ah, ich bin sofort gekommen, als du angerufen hast. Was für ein Fall ist das? Fall? Nein, ich brauche nur einen Fahrer. Der Bahnhof ist geschlossen. Geschlossen? Ja, irgendein Geisterzug blockiert den Bahnsteig. Ja, lass uns fahren. Ein Geisterzug? Jep, Geisterzug. Wie auch immer, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir zu spät zur Arbeit. Dolly, es ist ein Geisterzug. Wir sind die Darkseid Division. Denkst du nicht? Das versuche ich zu vermeiden. Das ist Detektivarbeit. Na, lass uns mal nachsehen. Na gut, aber wenn wir den Gratis-Donut auf dem Revier verpassen, kaufst du mir welche. Ach, Dooley, Dooley, Dooley. Na dann runter mit uns. Ein Ticketautomat. Bullen sind... Ach, schön. Mit A. Großartig. Scheint zu funktionieren, aber ich habe keine Münzen. Zeit, diese Dienstmarke einzusetzen und von meinen Polizeiprivilegien Gebrauch zu machen. Tja. Okay, also wir brauchen eine Münze. Benutzt du die U-Bahn oft? Nein. Bevor wir den Streifenwagen hatten, bin ich meistens mit dem Taxi gefahren. Was? Was? Hast du gerade etwas gesagt? Was? Ich? Nee. Okay, na denn. Sorry, Detective, die Schranke ist kaputt. Wir müssen drunter durchkriechen. Können wir nicht zumindest drüber steigen? Nein, die Versicherung für das Springen war zu hoch. Wir sind nur für das langsame Kriechen abgesichert. Ein Kopf zu sein hat nichts mit dem zu tun, was das Fernsehen verspricht. Okay. Da, dann sprechen wir doch mal mit dem Schaffner. Haben Sie eine Fahrkarte, Sir? Sorry, wer sind Sie? Zugschaffner, Sir. Richtig, Sie sehen ein bisschen geisterhaft aus, Sir. Das tue ich, das tue ich. Sie sind ein Geist? Überhaupt nicht, Sir. Geister sind blau. Zum einen. Und man kann sie nicht sehen. Nicht ohne passende Ausrüstung. Nein, wir sind von der Darkseid. Was machen Sie denn hier? Zug steckt fest, Sir. Mache meinen Job, damit die Passagiere in Sicherheit sind, bis das korrigiert ist. Korrigiert? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass diese Jungs von der Brightside Division, sich das gerade ansehen. Brightside Division? Brightside Division. Richtig. Warum sind Sie hier? Wie ich sagte, Sir, der Zug steckt fest. Nicht sicher, was es verursacht hat. Wahrscheinlich ein Problem mit den Schienen, Sir. Müsste ich im Kontrollraum nachsehen, um sicher zu sein, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Fahrkarte? Dachte ich mir, ich fürchte, ich muss euch Feste bitten zu gehen. Haben Sie uns gerade Feste genannt? Sicher nicht, Sir. Sie müssen, so etwas würde ich nicht sagen. Tja, na denn. Tschüss. Kommen Sie jederzeit wieder, Sir. So, wer ist er? Ein Straßenmusikant. Hör meine Lieder, Bullen sind mir zuwider. Sehe ich einen, wird mir schlecht. Und ich muss sagen, das zu Recht. Wer ist der andere, seine Kumpanelle? Der scheint mir auch nicht ganz so helle. Kumpanelle ist kein Wort. Dichterische Freiheit. Staatskaspar. Großartig. Oh, warte mal, hier ist noch weiter zu den Bahngleisen. Na, Reinigungswagen? Ein Pümpel, aber ohne das Gummistück. Ein Stock also. Na, okay, wir haben einen Griff. Schön. Mülleimer. Da scheint etwas drin zu sein. Schön, was denn? Ein Abholschein. Schau mal an. Der Schaltraum. Der Kontrollraum ist abgeschlossen. Noch. Okay, alles klar. Also wir brauchen Schlüssel. Dolly? Ach komm schon, Detective. Du weißt genauso gut wie ich, wie die Dinge laufen. Ja, Reinigungswagen. Ich würde mich fragen, ob diese Kamera etwas Nützliches eingefangen hat, aber ich kann sehen,
dass das Läuft-Lämpchen nur aufgemacht ist. Schön, schön. Die Toilette. Okay, ein Spiegel. Meine Augenbrauen müssen mal wieder gezopft werden. Oh, was bitte? Oh, bitte nicht. Okay, ein gruseliger Typ. Naja. Heiler draußen. Oh, tut mir leid, die Tür war nicht abgeschlossen. Ja, das Schloss ist kaputt und ich habe keine Füße, die ich dagegen stemmen könnte. Richtig, ich lass dich mal damit allein. Wow, warte mal, Daddy-O. Ich bin in einer abgefahrenen Situation. Vielleicht kannst du mir aushelfen. Um was geht es? In der Bude hier ist kein Toilettenpapier mehr, Daddy-O. Und ich brauche das irgendwie. Ja, sicher. Wir können nachsehen. Okay, gut. Er braucht Klopapier. Er ist an einer kleinen Notlage, Daddy-O. Gut, was ist das hier? Eine kleine Ratte? Tja, tschüss, Ratatouille. Was zum Himmel ist das? So großartig, der Spruch. Nicht schlecht, aber ich glaube, wir sollten es dahin zurückschicken, wo es herkam. Flusch. Das klappt nicht. Du könntest sagen, dass es untentaglich ist, es da zu lassen, wo es jetzt ist. Ja. Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Was wirst du tun, Detective? Ich weiß nicht. Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Ja, hallo, Purpur-Tentakel. Grüß dich. Das ist ja mal ein öde Graffiti. Ich gebe mir bei weit mehr Mühe, wenn ich in der U-Bahn tagge. Was? Du hast mich gehört, Spitze. Oh, schön. Oh, schön. Okay, alles klar. Schauen wir mal hier. Oh, hier haben wir Klopapier. Gruselig, oder nicht? Keiner verdient es, ohne Toilettenpapier zu starten. Ja, wahre Worte. Toilette. Klusch. Dieses Geräusch klingt wie meine Karriere, seit ich der Tagzeitdivision zugewiesen wurde. Ja, Dulli. So, na dann. Hier, Kumpel. Hier, Mann. Sorry, dass du es hier so lange rumhängen musstest. Abgefahren, Daddy-O. Hier, nimm diese Münze als Dankeschön. Und wir haben eine okkulte Münze. Ja, damit würde ich doch mal kurz probieren. Können wir hier noch weiter? Nee, können wir nicht. Tatsächlich oben mal kurz beim Fahrkartenautomat mir jetzt mal eine Münze, ein Ticket zu ziehen. Es gibt nicht die geringste Chance, dass das funktionieren wird. Oh doch! Drucke! Oh, richtig, natürlich. Und wir haben eine Fahrkarte. Nice! So, haben wir Schranke unten durch. Okay, na dann, I got a ticket. Bitte sehr, meine Fahrkarte. Na gut, dann mal weiter, schätze ich. Partylöwe. Okay, wen haben wir da noch hier? Hippie-Mädel und Oma. Okay. Ich mag deine Brille. Jo, ist meine Partybrille. Auf dem Weg zu einer Party? Immer, Liebling. Überall ist Party, wenn ich meine Brille aufhabe und ich habe immer meine Brille auf. Sogar hier, jetzt, wir machen Party im Zug. Ja, komm mal rein, Kumpel. Hippie-Mädchen. Ach, hallo, du da. Hey, du. Was hast du vor? Ich war auf meinem Weg nach Frankenstein-Cisco. Frankenstein-Cisco, großartig. Offensichtlicherweise. Aber dann saß mir plötzlich hier fest. Dieser Ort ist furchterregend. Wieso? Also erstmal gibt es hier kein einziges schreiendes Biest am Himmel. Niemand wird von Schattenmann verfolgt und nichts brennt. Nichts. Vielleicht bist du doch nicht so ganz mein Typ. Und der Oma. Oma Duli, du bist das? Sorry, mein Schatz, ich bin Oma Guli. Du siehst aus wie mein kleiner Patrick, obwohl... Ich heiße auch Patrick. Mochtest du als Kind auch, ich sehe was du nicht siehst? Na und ob?
Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Ende der Welt kommt. Die Welt frisst sich selbst auf. Blutige Flüsse überschwemmen die Straßen. Na, das ist ja mal eine Sonnenscheinnummer. Ich kenne diese Version des Spiels nicht. Oh, das ist mit der Endzeit. Was? Das mit der Endzeit war Patricks Lieblingsspiel. Ach toll, ganz toll. Ja, na dann, haut mal rein. Oh, ein Darkseid-Portal. Es sieht aus, als hätten wir unseren Hauptverdächtigen für diesen ganzen seltsamen Geschehnisse gefunden. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn Sie befragt werden. Alles, was Sie sagen oder tun könnte... Dooley, was machst du da? Ihm seine Rechte vorlesen. Und wie genau hast du vor, das zu verhaften? Mit meinen Handschellen. Offensichtlich. Top-Noten für Enthusiasmus, Dooley. Ja, dann, gehen wir mal ins Portal. Sieht aus, als... Was? Als hätte der violette Riss einen Komplizen. Ich werde ein zweites Paar Handschellen brauchen. Ja. Agent McScream. Okay. Sie kommen mir bekannt vor. Bemerkt das Feuer die Flamme? Bemerkt die Dunkelheit den Schatten? Bemerkt der Sturm den... Da. Wind? Regen? Verdammt, Mann. Ich habe den Faden verloren. Sie sind hier also der Agent, was? Wir sind alle Agenten der nie endenden Jagd. Diener der kreischenden Todeslücke. Gott. Minister der Grausamkeit der Welt. Nun, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Danke, es war eine Menge harter Arbeit und Nachtschichten im Büro. Irgendeine Idee, was hier los ist? Eindringe. Oh Gott. Eindringlinge, Freunde, fleischige Ungeheuer. Dinge, die nicht hätten geschehen sollen. Die Spuren des Chaos verflechten sich. Also nicht wirklich eine Idee. Dann... Nein. Geheimratsecken. Wie kommen Sie damit klar? Naja. Das Ende kommt für alle von uns. Entropie ist eine grausame Herrin. Ja, hoffen wir, das kommt vom Aufwachsen in diesem seltsamen Loch. Na denn? Mit Ü. Ich gehe besser. Wir sollten alle an den Ort gehen, an dem wir am besten wären. Yeah. Oh Gott. Raxa. Endlich mal eine Autorität hier. Hey. Sorry, Kumpel, aber du bist kein Deutsch schlauer als der Rest von uns. Hi, Detective, wie geht's? Raxa, was machst du denn hier? Bin gerade auf dem Weg vom College nach Hause. Dann wohnen wir hier umgeleitet. Wo auch immer wir gerade sind. Wir sind jetzt in dem Fall dran, also mach's dir bequem. Er meint... Schon gut, ist angekommen. Lass mich wissen, wenn ich helfen soll. Machen wir. Oh, so viele Leute. Kopfhörer. Hallo? Du da, die. Ich frage mich, ob er weiß, was los ist. Wahrscheinlich nicht. Nein, er weiß nichts. Der Schaffner? Bleib zurück, Monster. Boah, ganz ruhig. Sorry, ich dachte, Sie wären er. Er? Der intensive Mann. Was, der intensive Mann? Der droht, jeden zu verhaften. / essen, der den Zug verlässt. Verhaften oder essen? Ja, ich bin nicht sicher, wer das aussucht. Was ist hier los? Sie sind wirklich nicht er? Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben die letzte Station pünktlich verlassen. Dann waren da so komische blinkende Lichter und jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. Wo ist der Mann, von dem Sie andauernd sprechen? Er sieht ein bisschen wie Sie aus. Also gar nicht, wo ich Sie sehe, also richtig sehe. Er stammt
vor diesem Zug herum und schnüffelt nach Hinweisen und knurrt, wenn er uns sieht. Hat ein bisher jemand verhaftet? Zum Glück nicht. Er scheint mehr bedrohlich als gefährlich zu sein. Tja, na denn? Mit Öte, du Flöte. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Tut mir leid, das mit der Verwechslung vorhin. Und der Nichtsnutz. Oh, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Mhm. Ganz schön Stimme geht ganz schön auf mein Kehlchen, gell? Weißt du, ey, so ein Dude oder was? Hey, Alter, wir sind schon seit Urzeiten in dem Zug. Was geht? Ich für meinen Teil sehe schwebende grüne Leute. Ich bin nicht. Ich glaube, ich habe heute Morgen wohl ein bisschen zu viel gekifft. Und das Klischee erfüllt sich. Das solltest du mir vielleicht nicht sagen. Ich bin Polizeibeamter. Irre, Alter. Vergiss es. Ja. Okay, alles klar. Feuerlöscher können wir nehmen. Im Brandfall beten Sie, dass jemand den Feuerlöscher aufgekühlt hat. Ja. Schön. Haben Sie nicht. Ja, ich sollte besser hier bei diesen Leuten bleiben. Sicherstellen, dass es Ihnen gut geht. Ja. Ich bin müde von dem durch den Tunnel laufen, oder? Nee, du. Ach Gott. Lesen ist heute so richtig meins. Du bist müde von durch die Tunnel laufen, oder? Hör auf, deine Sherlock-Kräfte auf mich anzuwenden. Aha. Also wir sind tatsächlich in der Parallelwelt jetzt anscheinend. So, der Geisterkopf. Nun dann. Du siehst wie einer von diesen Lebenden aus, die hier überall rumhängen. Ein bisschen weiter vom Mikro weg. Officer Dooley? Name ist Ghoulie, Chef der Brightside Division. Brightside? Division, Spezialisten, kümmern uns um die Gefahren in der Nachbarschaft, sozusagen. Nachbarschaft? Die andere Welt, die aus der du gekommen bist, Sohn. Ich vermute anhand deines Auftretens, dass du ein Detective bist. Obwohl, eher ein Glückloser. Hey. Ich nehme an, dass du diesbezüglich den Fall gewechselt hast, um eurer Weltversion dieser dieser Situation hier zu untersuchen. Bin ich. Können Sie helfen? Nein, Sohn. Kann ich nicht. Das ist nicht deine Zuständigkeit. Du solltest gehen und das uns Profis überlassen und dich um unseren Zug in deiner Welt kümmern. Sollten Sie sich das nicht ansehen? Zuständigkeit, Sohn. Scheint für einen gefährlichen Außenseiter wie dich ein abwegiges Konzept zu sein. Vielleicht sollte ich dich hinter Gitter bringen. Großartig. So, der Straßenmusikant. Sing mein Lied, Kumpel. Was? Du bist der Straßenmusikant, nicht ich. So funktioniert Straßenmusikanten hier, du Tourist. Okay. Okay, können wir zu den Bahngleisen gehen und wir können nach oben gehen. Schauen wir mal erstmal kurz hier. Das ist Sperrgebiet. Nur zugelassenes Personal. Bist du zugelassenes Personal? Nein, ich glaube nicht, weil Max Scream und ich die Einzigen sind. Also, solange du keiner von uns bist, empfehle ich zurückzutreten, Sohn. Tritt zurück. Oder sonst. Ja, okay, dann können wir noch umgehen. Ja, tatsächlich. Okay, wir haben also eine Art gespiegelte Welt hier. Ein Fahrkartenautomat. Ist das... weint diese Maschine? Was haben wir hier? Schimmel? Ein dunkler, fleckflauschigen Schimmel. Ich glaube, er sieht mich an. Oh! Pelziger Schimmel. Ticket. Okay. Und wir können nach draußen gehen. Ja... Komm und hol mich am Bahnhof ab, hat er gesagt. Routine, hat er gesagt. Arsch. Na, das ist ja toll. Bahnhofsschild. Züge fahren nicht mit Zeit. Sie fahren mit Treibstoff. Züge verspäten sich auch. Ja. Manche Dinge sind universell, vermute ich. Was zur Hölle war das? Das ist wohl das kreischende Biest? Na, ist ja super.
Dann noch. Brenne Tonne. Boris. Oh, Hilfe! Ich brenne! Was zur Hölle? Ich bin eine Brennende. Was? Was? Man könnte die noch. Ich brenne ein brennendes Fass. Ich bin dafür da, zu brennen, du Trottel. Dein Gesichtsausdruck, brillant. Ich bin nicht einmal. Was denn für ein Scheiß, Alter? Was für ein Scheiß? Welche Schrecken können hier in den Nachrichten stehen? Der Bürgermeister zeigt mir schön. Synchron. Ach toll. Na dann mal rein in den Shop. Ja! 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 Großartig! Großartig! Alles klar. So Leute, ihr haut mir jetzt mal bitte in die Kommentare, welchen der drei Charaktere und einen müsstet ihr mindestens kennen. Kennt. Ja? Ich bin gespannt. So. Das Piratenkostüm. Überraschen Sie Ihre Freunde. Überraschen Sie Ihre Feinde. Verwirren Sie echte Piraten mit diesen ineffizienten Piratenverkleidung. Kostenloses Rumhängen mit der Presse inklusive. Wunderbar. Biker-Kostüm. Seien Sie ein knallharter Biker. Bike nicht enthalten. Schade. Sind Sie ohne Bike noch ein Biker? Sehen. Seien Sie ein knallharter Fußgänger. Ach, schön. Schließen Sie sich einer G-Gang an und gründen Sie eine. Falls es in Ihrer Gegend keine gibt, die Fußgänger der Hölle, ich würde mich nicht mit Ihnen anlegen. Ja, das ist die neue Serie, Sons of Gehweg. Aber sie diese Werbung. Großartig. Oh, nein, Sir. Wurde so geliefert. Gute Worte, nicht wahr, Sir? So, und das Zaubererkostüm haben wir noch. Ein schnippischer jugendlicher Zauberer und überall willkommen. Nun, nicht so sehr willkommen, weil er aufgetaucht und dann wird er da sein und er ist fast so mühsam. Was? Nun, nicht so sehr willkommen, weil er auftaucht und dann wird er da sein und es ist fast so mühsam, ihn loszuwerden, wie ihn einfach zu verlassen. Was? Das ist sowieso meine übliche Partystimmung. Also, zwei Daumen hoch für von mir. Alles klar? Punk-Perücke. Verkleiden Sie sich als Punk oder als Straßenkämpfer aus der Zukunft. Oder Sie könnten das hier tragen und eine, weiß nicht, Karotte sein. Nun, ich bin überzeugt. Sie ist voll mit Nullen und Einsen. Wieso sollte das jemand tragen? Sagt der Herr, der einen braunen Müllsack trägt. Ach, kommen Sie, das ist ein toller Mantel. Und dann heißt es, der Kunde habe immer recht. Was ist das hier noch? Perücke mit falschem Bart. Was ist das? Sieht ganz normal aus. Normal, Sir. Also, das ist die ultimative Säule, auf der Sommer sich stützt, Sir. Ein Freund und Berater in der Not, eine Schulter zum Anlehnen, ein Mensch, der in einer Hütte ohne Klimaanlage lebt, der legendäre Campaufseher, Sir. Niemand würde einen Campaufseher ankaufen. Oh, und ab, Sir. Das macht der Bart, Sir. Der zeigt den Kindern, wie man schroff und wild wird. Passend für das raue und alltäglich harte Leben eines Campaufsehers. Nichts für Angsthasen, Verkäufer oder Warmduscher, Sir. Ja, okay. Na dann, hallo, Herr Ladeninhaber. Eine unsichtbare Person. Herzlich willkommen, Sir. Es ist uns, also mir und meiner Einers, ein Vergnügen, Sie in unserem Kostümshop begrüßen zu dürfen. Das ist also der Name? Kaputtes Schild? War nicht ganz eindeutig. Wenn es nicht kaputt ist, brauchst du nichts reparieren. Hat mein alter Kumpel immer gesagt. Und wenn es kaputt ist, vielleicht trotzdem nicht. Hat er immer gesagt. Er war ein sehr pragmatischer Mann. Ja. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Möchten Sie Ihre direkten Vorgesetzten bei der Arbeit einschüchtern? Wollen Sie eine sechsarmige Liebhaberin beeindrucken? Sind Sie es leid, wie ein billiger Penner auszusehen? Hey. Das ist unser Motto. Wie groß die Scham auch sein mag, Spider zieht was drüber.
okay. So, warte mal, wir haben hier einen Abholschein. Können wir den benutzen? Einen Moment, Sir. Oh, Miss. Miss Biscotti. Ich bitte viermal um Verzeihung, Miss. Ich hätte es wissen müssen. Nun, es ist für mich offensichtlich. Ich werde nun die Sachen für Sie holen, Miss. Ja, danke. Bitteschön, für Sie, Miss. Eine Badekappe. Schön. Danke, schätze ich. Und wir haben eine Badekappe erhalten. Was sollen wir denn jetzt mit der Badekappe machen? Pilzer, Schimmel, Griff, und so. Können wir eigentlich... Können wir die aufsetzen? Ich muss etwas finden, um die Verkleidung zu vervollständigen, bevor ich sie anziehe. Okay. Hast du Bart? Hör mal. Scherze, jetzt kann ich mich als Agent Extreme verkleiden. Ach nein, Scheiße. Wann immer ich will. Shit, der Typ hat einen glatzerten Bart. Badekappe. Es fühlt sich falsch an, das hier zu tragen. Okay, also hier noch nicht. Ja, das hat man schon. So, wir gehen dann mal runter und vielleicht... Kann ich das hier anziehen? Zeit, das auszuprobieren. Ich würde das nicht einmal selbst eine Verkleidung nennen. Zeit auszuprobieren, was immer das sein soll. Das ist großartig. So, können wir jetzt hier lang? Halt! Sohn! Glaubst du, ich sehe nicht, dass das eine Verkleidung ist? Die hier ist besonders armselig, weil sie aus etwas Schimmel besteht und dir eine gewisse fließende, transparente Qualität fehlt. Naja, es war ein Versuch wert. War es. Ich wünschte, der Agent, der mir geschickt wurde, wäre so innovativ. Ich sage dir was, Sohn. Geh rein. Vielleicht kannst du das Ding immer noch lösen. Was ist mit den Zuständigkeiten? Ich schreibe eine Lösung. Jetzt hau ab, bevor ich meine Meinung ändere. In Ordnung. Danke. So, okay, Schaltraum. Oh, hier können wir rein. Ein Schlüsselbrett. Wer hat nicht gerne Schlüssel? Und wir haben einen Schlüssel. Mülleimer? Eine Nachricht, auf dem steht: Sie schiebt mich. Sie schiebt mich nicht. Aha. Nette, gesunde Beziehung. Der Computer. Alle Systeme funktionieren korrekt. Hier scheint alles richtig zu funktionieren. Wir fassen lieber nichts an, damit sich nichts ändert. Okay? Dass das nicht ändert. So, Shabi Shabu Shabba Poster. Sieht aus, als hätte er zu lange da drin gehangen. Ja. Skelettkatze. Ja, wer kennt's nicht, weil diese Poster mit der hängenden Katze dran. So, okay, dann gehen wir hier mal raus. Mülleimer. Er ist voll mit Bildern von dir. Was? Von mir? Wie du ein Spiel spielst. Bitte? Wo ein kleiner Pixelmann in einer Mülltonne schaut. Und Bilder von dir sieht. Was? 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 Okay, rein in die Toilette. So, Spiegel. Siehst gut aus, Frankie. Ich denke eher, dass du dich gehen lassen hast. Klappe, Spiegelbild. Warte, was? Also wie gesagt, ich feiere diesen Humor so dermaßen in diesem Spiel. Der ist halt so geil. Schön. So, Detective McQueen. Dieser Ort sieht vertraut aus. Entweder ist das ein Hinweis oder hier hängt ein fauler Zeichner rum. Toilette. Oh, das Wasser dreht sich hier gleichzeitig mit und gegen den Uhrzeigersinn. Oh, schön, schön, schön. Ja, seht ihr? Das ist ja nichts, Toilette. Das scheint etwas festgeklemmt zu sein. Oh, das ist besser. Danke, ich meine, Spuren. Pümpelkopf. Wir haben den Pümpelkopf. Yeah! Das ultimative Accessoire bei der Entkeimung von Toiletten. Ein Pümpel. Hat die Toilette gerade gesprochen? Hast du gerade Spül gesagt? Nein. Doch. Hast du definitiv. Ich bin ein Detective. Ich übersehe keine Dinge wie sprechende Toiletten. Oh, Sie haben mich erwischt. Ich kann reden. Große Sache. Machen Sie einfach Ihr Geschäft und gehen Sie weiter. Nein. Ich verstoße gegen keine Gesetze. Herr Wachmeister. Ja, man muss sich überlegen. Würdet ihr auf eine Toilette gehen, die spricht? Na? Antwortet nicht sofort. Lasst euch Zeit bei der Antwort. Ich muss nicht, danke. Eine sprechende Toilette, hm? Und ich dachte, ich hätte einen Scheißjob.
Nehmen Sie es mir nicht übel, es bezahlt die Rechnung. Ja, davon abgesehen, ich habe Träume, Mann. Ich werde ein Star, ja. Träume? Eines Tages werde ich Komiker sein. Willst du einen Witz hören? Solange er nicht zu scheiße ist. Jeder ist ein Komiker. Vergiss es, Mann. So, eine schnappte Toilette. Naja, was soll's. Gut, wir haben einen Schlüssel. Und einen Pümpel. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal auf die andere Seite. Was haben sie da? Das ist, für mich riecht das nach einem Beweis. Aber das sollte ja nicht nach drüben nehmen. Ah, okay, den haben, was denn? Was? Ach, der Schlüssel. Sieht aus, als müsste ich diesen Schlüssel zurückhängen, bis ich einen anderen Weg finde, um an ihm vorbeizuschmuggeln. Okay. Okay, alles klar. So, den Schlüssel können wir nicht mit rübernehmen. Ja, gut. Schwupp. Dann muss man ihn jetzt erstmal wieder hinhängen. Eines Tages wirst du mir gehören, kleiner Schlüssel. Oh ja, du wirst mir gehören. Ja, was... Ich überlege gerade mit dem Pümpel. Ach, wir können das Tentakel versuchen, damit runter zu stopfen. So, beiseite. Ach nee. Die Toilette. So. Mal gucken, ob das geht. Los, du kleiner Lutscher. Haha, Lutscher, Tentakel. Sehr gut. Ich sollte mithelfen, oder? Tja, tschüss, kleines Tentakel. Und nun? Würde mich mal interessieren, wo der kleine Kerl jetzt ist. Ah, warte mal, vielleicht ist er ja auf der anderen Seite jetzt. Also ist jetzt ein bisschen an der Haare herbeigezogen, aber wenn wir jetzt mal von so einer gespiegelten Welt aussehen, könnte er vielleicht eventuell in die Wanderkuh sein. Nein! Ja! Da ist er! Das ist ja mein kleiner zappender Kumpel. Hier habe ich dich also hingeschickt, hm? Danke. Ich fühle mich mit dem kleinen Kerl verbunden. Ich sollte ihm einen Namen geben. Dave. Na klar, Dave. Schön. Ja, ne? Die Anspielung hier ist wahrscheinlich auch sehr klar, irgendwie, welche Richtung das geht. Ich nenne dich Dave the Tentakel. Ach, schön, 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 schön. Kann ich den jetzt eigentlich hin und her schieben? Warte mal. Moment, Moment. Was ist denn, wenn ich mir jetzt den Schlüssel hole? Wer? Ja, ein Schlüssel. Ja. Jetzt me. Kann ich Ihnen den Schlüssel geben und wieder rüberschieben? Halt das mal für mich. Machst du das, Kumpel? Ja, das geht. Das geht. Ich hätte es nicht gedacht. Und? Wenn ich dich pümpel, Dave, erinnere dich daran, dass ich dich mit Liebe pümple. Vom Pümpelwissler. So, und damit hat er den Beweis rübergeschickt. Das ist ja cool. Also, das funktioniert. Flipp ich aus, doch flipp ich aus! So. Beiseite. Und hat dann. Yes! Give it to me. Danke, Dave. Hast du das Tentakel Dave genannt? Sei nicht eifersüchtig, Dolly. Du bist immer noch mein Liebling. Cool. Und wir haben den Schlüssel. Und ich denke, er wird für diesen Raum sein. Das scheint funktioniert zu haben. Mal schauen, was hinter Tor Nummer 2 ist. Aha. Techniker Tam. Was? Seid ihr reingekommen? Tam hat die Tür von innen verschlossen. Das ist dein Werk, nehme ich an. Die hätten den alten Tam nicht fallen sollen, weil er bei der Arbeit geschlafen hat. Ich habe ihm gesagt, seine schwarze Magiekurs. Was? Ich habe ihm gesagt, sein schwarzer Magiekurs begann um Mitternacht und lief durch. Was? Ich habe ihm gesagt,
seine schwarzen Magiekurs begannen um Mitternacht und liefen durch. Ja, okay. Lassen wir so stehen. Frühstück und nix für den alten Tam. Schlafmütze ist er. Na, gehen fest, Doli. Die Nägel sind mir wohl letztes Wochenende irgendwie verlegt. Muss ich wohl verlegt haben. Kann ich stattdessen diese Handschellen hier verwenden? So. Computer. Werfe Disk aus. Warnung, Virus entdeckt. Eine alte Diskette ist rausgesprungen. So muss der Virus installiert worden sein. Könnte noch nützlich sein. Und wir haben eine verfluchte Diskette. Eine 3,5 Zoll Diskette. Schön. Okay. Poster. Raus hier, Jungs. Ich habe schon gesehen, was passiert, wenn ihr zu lange rumhängt. Ja. Wovon sprichst du? Ich habe Sachen gesehen, Doli. Mülleimer. Ja, auf im Müll zu wühlen. Eine unerwartet, aber seltsamerweise passende Notiz. Ach, schön. Ritualzeug. Sieht aus, als wäre das eine Szenerie für okkulte Vorgänge gewesen. Eieiei. Obwohl, die Zimtkerze erinnert mich an Weihnachten. Was wiederum schön ist. Der alte Tam hat nichts mehr zu tun. Gefängnis ist eine Strafe. Tja. Bleib hier, Doli, und sieh zu, dass der Typ nicht abhaut. Aber wie soll der alte Tam entkommen? Das ist der Punkt. Oh. Das ist aber nicht... Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So, ich hab die Diskette. Soll ich jetzt in den Computer auf der anderen Seite stecken? Soll ich dies machen? Nein, danke. Ich möchte nicht wieder rausgehen. Aha. Soll ich vielleicht Ruxa geben? Ruxa, ergibt das für dich irgendeinen Sinn? Lass mal sehen. Oh, das ist ein okkulter Virus. Klar, wer kennt's denn nicht? Ja, ich glaube, der ist an allen schuld, was hier vorgeht. Ich kann dir wahrscheinlich zeigen, wie man auf meiner Maschine ein Antivirus erzeugt. Darauf habe ich gehofft. Danke. Also, was mache ich? Du musst die infizierte Disk-Sektoren reinigen. Hört sich einfach an. Nicht ganz. Das ist ein Virus. Also wird jeder Sektor, den du säuberst, die umliegenden Sektoren infizieren. Du kannst auch den Virus von infizierten Sektoren zu sauberen Sektoren locken und dann die infizierten Areale reinigen. Warum sollte ich das tun? Um den Virus zu bekämpfen, musst du dafür sorgen, dass er sich irgendwo verstecken kann. Das bedeutet, du musst ihn austricksen. Das hört sich schwer an, als ich erwartet habe. Keine Sorge, ich habe ein Backup gemacht. Du brauchst nur auf Zurücksetzen zu gehen, wenn du einen Rollback brauchst. Dann kannst du von vorne beginnen. Danke, okay, lass uns das machen. So, okay, alles klar. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich klicke 1 an und die beiden seitlichen oder die angrenzenden Sektoren werden dann ebenfalls quasi gereinigt und umgedreht. Na, probieren wir das doch mal. Hier, oder? Easy! Easy! Virus eliminiert. Okay, ich glaube, das ist es. Okay, großartig. Und du bist sicher, dass das funktioniert? Sicher ist ein großes Wort, wenn man mit dem Okkulten zu tun hat. Aber ja, ich glaube schon. Nun, wenn es funktioniert, schuldet die Stadt hier etwas. Wirklich? Weil ich eigentlich nur wegen diesem Haufen Parktickets in diesem Zug sitze. Und wir haben die Antivirus-Disk. Und ja, die müssen wir ja natürlich in den verseuchten Rechner in unserer Welt stecken. Schwupp. Und gib ihm. Lade den Antivirus jetzt hoch. Yeah! Cool. Hervorragende Arbeit, Detective. Du hast die Züge wieder zum Laufen gebracht. Doli, du verstehst, was hier gerade passiert ist, richtig? Nein.
bringen wir diesen Kerl in die Zelle. Aha, wie wollt ihr mich dahin bringen? Der Zug fährt nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das erledigt ist. Hast du nicht zugehört? Außerdem haben wir dieses Auto. Das war keine gute Tag für Jam. Und Fall abgeschlossen.